Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man einen Funktionsgraphen vertikal verschieben kann. Und du solltest wissen, dass für eine konstante Funktion klein f gilt, dass die Ableitung dann überall 0 ist. Das Ziel für dieses Video ist, dass du anschaulich erklären kannst, dass wenn groß f eine Stammfunktion von klein f ist und c eine Konstante, dann ist auch groß g mit groß g ist gleich groß f plus c eine Stammfunktion von klein f. Das klingt jetzt sehr kompliziert, schauen wir uns einmal an, was das bedeuten soll. Hier haben wir die Graphen der Funktionen groß f und groß g gegeben und die unterscheiden sich nur um eine Verschiebung in vertikaler Richtung. Das heißt, der Graph von groß g entsteht durch Verschiebung des Graphen von groß f um c Einheiten nach oben und der erste Arbeitsauftrag lautet nun: Ermittle den Wert von c. Nimm dir dafür einen Moment Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen dann das Ergebnis. Na gut, wir können hier an der Grafik sehr schön ablesen, speziell hier an der Stelle x ist gleich 0, dass c hier genau den Wert 10 hat. Also der Graph von g entsteht durch Verschiebung des Graphen von f um 10 Einheiten nach oben. Na gut. Schauen wir uns gleich ein paar weitere Dinge in diesem Zusammenhang an. Und hier möchte ich gern, dass du dir das durchliest, mit der Grafik das vergleichst und dann die beiden Lücken hier füllst. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit und pausiere inzwischen wieder das Video. Na gut, dadurch, dass wir den Graphen von g erhalten haben, indem wir den Graphen von f um 10 nach oben verschoben haben, gilt einfach an jeder Stelle x, dass groß g von x gleich groß f von x plus 10 ist. Also wir müssen einfach zu jedem Funktionswert von groß f 10 dazu addieren, um dann den entsprechenden Funktionswert von groß g zu erhalten. Soweit, so gut. Was bedeutet das noch? Ja, das bedeutet, dass sich sozusagen das Aussehen des Graphen auch nicht ändert. Er ist einfach nur ein bisschen weiter oben. Das sieht man sehr schön an der Grafik hier. Was auch bedeutet, dass die Steigung des Funktionsgraphen an jeder Stelle gleich bleibt. Es gilt also, groß g' von x ist gleich groß f' von x. Also die Ableitungen von groß g und groß f stimmen dann überein. Und das heißt jetzt, wenn groß f eine Stammfunktion von klein f ist, dann ist auch groß g, die wir eben durch so eine vertikale Verschiebung erhalten, eine Stammfunktion von klein f. Das heißt, es gibt hier nicht nur eine Stammfunktion, sondern beliebig viele, denn wir können einfach eine Stammfunktion finden und die dann, wie wir wollen, vertikal verschieben. Und tatsächlich gilt sogar noch mehr, denn tatsächlich unterscheiden sich je zwei Stammfunktionen einer stetigen Funktion auf einem Intervall immer nur um eine Konstante. Das heißt sozusagen, in so einem Fall haben wir durch die vertikalen Verschiebungen schon alle möglichen Stammfunktionen gefunden.